Heute haben wir die Nicht-Fahren-Challenge nochmal gemacht, aber viel, viel krasser. Wir haben es einfach auf der ganzen Map gemacht. Wir sind einfach von unten links bis nach ganz oben rechts gelaufen. Okay, das war eine echt verrückte Aufnahme. Und wir haben natürlich versucht, die ganze Zeit vor der Polizei abzuhauen. Ob wir es geschafft haben mit dem Viti-Squad, das werdet ihr auf jeden Fall jetzt sehen. Also lass jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, die Viti-Gang schafft 500 Likes. Let's go! Ab geht die Post! Warte mal, was? Hä, ich kann nicht losfahren? Oh nee, Freunde, schaut mal oben in der Mitte. Heute ist mein Auto komplett zerstört. Und mit dabei habe ich hier die zwei Schusselköpfe. Und unsere Aufgabe als vier Vitamine ist es, von hier unten bis zur Bank zu kommen. Okay, ich bin gespannt, ob wir das alle zusammen schaffen werden. Okay, ich würde sagen, wir rüsten uns alle mal aus. Wir haben uns einfach mal equipped, ihr seht es. Und Leute, unser erstes Ziel wäre der Hofladen. Und wir dürfen heute nur laufen. Ich glaube, das wird ein bisschen anstrengend. Und oha, wie sieht das denn aus? Wir sind die Viti-Gang. Keiner legt sich gegen uns an. Habt ihr uns da verstanden, Mann? Ja, okay, ich weiß nicht, was der pinke Vitamine wieder macht. Naja, egal. Okay, Freunde, ich würde sagen, die Challenge geht los. Wir fangen mal an. Wir laufen jetzt direkt zum Hofladen und packt bloß die Waffen weg, falls jetzt erstmal hier Polizei ist. Aber nee, ich glaube, das ist keine Polizei, ne? Warte mal, ey, Junge, lass dir mal verkloppen hier. Was ist das für einer? Ey, Mann, mach dich weg hier. Okay, ich habe noch 26 Energies, aber ich glaube, das hat nicht jeder. Also werden wir mal ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen, wir müssen auch ein bisschen durch die Hintergärten laufen, damit wir nicht von der Polizei direkt gefunden werden. Hier ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir gefunden werden. Aber sobald wir irgendwo hier in der Mitte der Map sind... Ja, ihr kennt das Spiel, das ist übelst viel Polizei. Vor allen Dingen, was würde die Polizei wohl jetzt denken, wenn die einfach vier so eine Chaoten sieht? Übrigens, für mehr coole Challenges, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt deinen Roblox-Namen in die Kommentare und schreibt eine Challenge rein. Wenn ich deine Challenge benutzen werde, dann wirst du auf jeden Fall 500 Bobax von mir bekommen. Und okay, wir haben unser erstes Ziel erreicht. Let's go, Leute. Wir haben jetzt eins von keine Ahnung wie viel. Aber wir sind auf jeden Fall schon gut unterwegs. So, ich habe auf jeden Fall meine Taschenlampe am Start. Und können wir hier überhaupt... Nein, was? Wir können die nicht mal ausrauben? Aber ich kann mir einen Erdbeersaft und einen Apfel kaufen. Das ist auf jeden Fall gut. Warte mal, kann ich mir mehrere Apfel kaufen? Ah, drei Stück. Okay, kann ich mir auch mehrere... Oh ja, das wusste ich gar nicht. Das muss neu sein, Freunde. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen dann mal weiter. Oh mein Gott, ey, ich hoffe, wir werden keinen von den... von den Gangstern hier verlieren, ne? Und vor allen Dingen, das ist einfach die ganze Zeit so ein auffälliges Auto, was da fährt. Okay, das nächste Ziel ist da hinten geradeaus zu die Osso-Tankstelle. Wie das aussieht. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir können wenigstens die ausrauben. Oh mein Gott. Und die ganze Zeit fehlt mir die Energie, hier um zu sprinten. Wie gesagt, ich habe hier noch ein paar Energies. Wir müssten auch mal gucken, ob wir vielleicht mal so eine Automaten finden, die wir hier aufknacken können. Auf jeden Fall für einen coolen Cookie und für ein frisches Energy. Aber ihr seht, die sind übel schnell. Und das Gute ist, wir können natürlich vor der Polizei auf diesen Feldern abhauen. Die Polizei kann hier nur aussteigen und wir könnten sie angreifen. Und wie gesagt, wir haben keinen Notarzt. Also ich hoffe natürlich, dass keiner hier Probleme bekommt. Oh mein Gott, okay, da fährt ein Auto. Ey, was ist das für ein Auto da an der Seite? Mal gucken. Okay, ist das der von vorhin schon wieder? Ey, Junge, was will der von uns? Mach dich weg hier, Mann. Das ist die Viti-Gang. Ey, Mano. Und wir haben mittlerweile 7 Polizisten. Okay, egal, Freunde. Das nächstgelegene wäre jetzt der Werkzeugladen. Und oha, hier wird schon geschossen. Nein, 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 nein. Ey, Leute, bitte seid vorsichtig, ja? Ich will nicht in den Knast. Das sieht so witzig aus, wenn wir einfach hier rumlaufen und keiner nimmt uns für wahr. Ich glaube auch noch niemand hat die Polizei alarmiert. Das heißt, er könnte ja einfach locker so einen Notruf machen. Zum Beispiel, hier Verbrecher. Oh, ich hab's abgesendet. Warte, renn schnell! Ich habe auf jeden den Notruf gemacht. Oh mein Gott, ich hoffe, jetzt kommt keine Polizei. Das war ein bisschen doof. Oh mein Gott, was? Oh nein, hier ist wirklich Polizei. Attacke auf den Polizeiwagen. Oh nein, was machen wir jetzt? Leute? Nein, da wird einer verhaftet. Schnell, schieß drauf. Oh, nein, 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 nein. Nein, warte mal, einer vom Viti Squad wurde verhaftet und der haut ab, der Polizist. Ey! Warte mal, ey, 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 was ist mit dir hier? Junge! Lass unseren Freund frei. Und guck mal, wie er rennt. Hä? Als ob, Junge. Und? Ja, ausgenockt. Oh mein Gott, was? Hier kommt der nächste Polizist. Leute, wir haben hier kein Problem. Wir haben hier Polizeiüberschuss. Und ich greife einfach auf jeden Fall die ganze Zeit den Polizisten an. Okay, er greift mich an. Let's go, let's go. Und? Weiter draufschießen, weiter draufschießen. Okay, wir machen einfach die Reifen von dem kaputt. Wir machen einfach das ganze Auto kaputt. Die kommen gar nicht mehr weg hier. Alter, Leute, ich brauche bald neue Munition. Okay, er ist draußen und... Nein, er hat mich getasert. Oh, was? Wir wurden einfach festgenommen. Zumindest zwei von uns.
Also ich auch. Aber Freunde, wir haben einfach so lange gewartet, bis die Polizei lief oder ja, von alleine dann ausgenockt wird, weil sie kein Leben mehr hat. Und deswegen würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall unsere Tour weiter. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser werden. Ihr habt gesehen, 2 Polizisten haben einfach 4 von uns ausgenockt. Wir müssen uns ein bisschen besser organisieren. Aber ich denke auf jeden Fall, das werden wir schaffen, Leute. So, das nächste ist jetzt erstmal der Werkzeugladen. Wie viele Polizisten haben wir eigentlich jetzt hier mittlerweile? Hä? Was? Wir haben nur einen Polizist? Ey, das ist ja wie ein Freifahrtschein gerade. Okay, ich würde sagen, komm, let's go. Wir gehen jetzt erstmal zum Werkzeugladen. Und da muss doch endlich mal was auszurauben sein. Ich hoffe es zumindest. Und mir gefällt das richtig, dass das so cool aussieht. 3 Sekunden vor uns? Ey! Das kann nicht sein. Warte mal, wenn der eine Waffe hat, dann werden wir den erledigen. Wir hauen ihn um. Sollte der eine Waffe haben, erledigen wir den. Wer ist das? Wer ist das? Warte mal, hier liegt ja sogar noch das ganze Geld. Nö! Ey, ich kann es nicht aufheben. Warum kann man das eigentlich nicht aufheben? Man müsste so Gruppenmissionen machen, aber es funktioniert nicht. Jo, was? Er hat uns einfach angegriffen und... Er war einer von der VT-Gang. Och, nö. Naja, egal. Tut uns leid. So, und der hat einfach nach Gang gefragt. Nee, wir können einfach keinen aufnehmen. Weg mit dir, Mann. Junge, was? Der kloppt mich, Alter. Hau mal ab hier. Wir gehen aufs Fußballfeld. Wir spielen jetzt ein 2 gegen 2. Und Leute, wie gefällt euch eigentlich die Challenge, dass wir heute nur laufen dürfen? Die Fußballspiele haben begonnen. 2 Verbrecher gegen 2 Verbrecher. Und der Ball ist einfach an der Seite und... Ey, was macht der Schiedsrichter da? Okay, ich würde sagen, wir beginnen. Das Spiel beginnt. Wir müssen ein Tor da drüben schießen und die beiden Verbrecher mit der Weste müssen da einschießen. Und mal gucken, wer hier auf jeden Fall das erste Tor schießt. Und ich würde sagen, Red Bull ist auf jeden Fall erlaubt. Also das heißt, man kann auf jeden Fall unendlich lang sprinten. Na okay, er geht ins Aus. Ecke! Okay, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, Freunde, was hier besser ist. Und es ist echt schwierig, hier ein Tor zu schießen. Ich glaube, es ist einfacher. Okay, warte mal. Ich glaube, ich muss weggehen. Zu dritt ist da echt schwierig. Und oh, nee. Stopp. Ey, er macht das richtig gut. Oh mein Gott, warte mal. Seht ihr das? Wenn ich den Ball so mit der Seite berühre, ey, dann mache ich übelst... Dann schieße ich die übelst gut. Hey, warte mal, Schiedsrichterin, weg da! Ey, das ist so schwierig, Leute! Glaubt's mir! Pinkamine steht einfach nur da drin. Der denkt sich so, Alter, was machen die da? Die sind echt verrückt. Aber ich will ein Tor schießen! Ja, Mann! Ja! Oh mein Gott, ich glaube, ich hab's raus. Ja! Okay, Freunde, wie lang soll das bitte gehen hier? Ey, da schießt einer auf uns! Warte mal! Ey, Junge! Der schießt auf mich! Was soll das? Jo, was? Und jetzt fährt er mit dem Auto weg. Das ist der, der die Gang gesucht hat. Na, warte du mal ab, mein Freund. Tor! Wir haben die Chance genutzt. Rita Mina hat nicht aufgepasst und wir haben das Ding reingeschossen. Pech gehabt. Ares Tankstelle außenrum. Wir müssen auch mal aufpassen. Der eine, der zu uns in die Gang wollte, der kann hier direkt in der Nähe sein. Ist das ein Polizist da? Nee, ich hoffe nicht. Und... Oh, nö, ne, wir können das auch nicht ausrauben. Was? Was ist das denn für ein rabenschwarzer Tag heute für uns? Eine Idee ausfeilen. Wie kommen wir über den Fluss? Ich glaube, über die Brücke macht keinen Sinn. Da sind so viele Polizisten. Und vor allen Dingen, hier liegen auch wieder die Geldscheine auf dem Boden. Ey, warum kann ich die nicht nach 1 oder 2 Minuten einfach benutzen? Das wäre viel cooler. Okay, aber Freunde, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Kommt VT Gang und er sagt schwimmen. Ich würde auch sagen, schwimmen ist das Beste. Wenn wir nämlich undercover wollen, dann gehen wir so unter die Brücke. So, ich werde dann natürlich nicht die ganze Zeit durchsprinten, ne? Weil ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob jeder überhaupt so viel Energies hat. Als letztes rübergeschwommen ist ein Stinktier. Oh mein Gott, ich bin gespannt, wer das Stinktier ist. Junge, ich muss mich beeilen. Bloß gut, dass ich als erstes noch gesagt habe, ich bin's nicht. Okay, let's go. Also ich habe einfach auch 5 Sterne, ne? Und, ja, das Stinktier ist anscheinend... Emu. Hä? Warte mal. Der ist einfach weitergeschwommen. Okay, hat jemand was von euch zu sagen? Nee, das habe ich mir irgendwie gedacht. Was machen wir jetzt? Banane? Feuer? Ich glaube, die sind echt verrückt, Leute. Was machen wir jetzt? Okay, Leute, ich glaube, die sind alle verwirrt. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zur Bank. Weil ich brauche erstmal vorher einen Dealer. Ich habe gar keine Bomben mit. Und okay, Freunde, wir sind auf jeden Fall noch einer mehr geworden. Und wir haben den perfekten Plan. 3 Stück warten einfach hier oben. 3 Stück werden unten reingehen. Ich habe dafür die Bombe. Und wir werden dann aufbrechen und hier oben die Tür für die anderen Leute aufmachen. So ist unser Plan. Natürlich, ob er in die Geschichte der Erfüllung geht, das werden wir sehen. Aber wir werden auf jeden Fall alles dran geben. Und Leute, ich würde sagen, wo sind meine 3 oder... Nee, warte mal, ich bin der Dritte. Wo sind die 2 Auserwählten? Die kommen auf jeden Fall mal mit. Okay, wir gehen vorsichtig nach unten. So, hoppa. Oh mein Gott, okay, ich habe Damage bekommen. Nee, das war nicht so clever. Oh mein Gott, okay, ich glaube, man muss in die First Person gehen, ne? So runterspringen und... Ja, First Person. Okay, das war
viel, viel besser. Naja, Leute. Okay, aber ich würde sagen, Leute, hier mit außen habe ich schlechte Erfahrungen. Wir werden nach drin gehen. Okay, ich würde sagen, ey, Kriminelle, macht erstmal eure Schutzausrüstung weg, weil sonst fällt der Polizei gleich auf, dass wir auf jeden Fall Bösewichte sind. Okay, das könnte man auch so erwarten. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken. So, ich würde sagen, ich trinke auf jeden Fall nochmal einen Erdbeersaft, denn ja, meine Leben, die sind jetzt gerade nicht so perfekt. Wir rennen hier mal rein und... Okay, es sieht uns keine Polizei. Das heißt, wir sind schon mal undercover in der Bank drin, ne? Warte mal, hier fehlt doch noch einer. Hey, komm! Schokomine, los! So, okay, wir gucken mal. Hier geht es zum Tresor. Wir sind natürlich richtig. Und ist es schon grün? Nee. Okay, wir müssen jetzt noch ein Stückchen warten. Freunde, unser Plan beginnt. Ich habe die Bombe. So, ich würde sagen, los, meine kleinen Gwitty-Gang-Mitglieder. Okay, geht mal raus aus dem Raum hier, schnell zurück. Oh mein Gott, es explodiert. Okay, und... Explosion. Leute, jetzt wisst ihr, was zu tun ist. Okay, holt unsere... wir brechen aus. Ey, okay, Freunde, wir brechen erstmal alles auf. Oh mein Gott, komm, das schaffen wir. Let's go. Ich lege hier auch extra nochmal Bomben hin. Und ich würde sagen, holt auf jeden Fall unsere Kollegen. Und oh mein Gott, ich glaube, es kommt Polizei. Schaut auf jeden Fall drauf, dass hier Polizei nicht kommt. Und oh mein Gott, warte mal. Hier ist wirklich einer. Ey, Junge, der schießt auf uns. Oh nee, ne? Alter, Leute, was soll ich dazu sagen? Oh mein Gott, okay. Warte mal, er hat getasert. Oh nein. Nein! Ich wurde auch ausgenockt. Was? Ey, Leute, ihr müsst es schaffen. Los geht's. Alter, was geht denn hier ab? Junge, ey, wir sind von oben nach unten geflogen. Okay, Freunde, das hat ja nicht so gut geklappt. Wir sind Noobs. Nein! Okay, ich glaube, wir sehen uns gleich alle im Knast wieder. Oh, oh nein, Freunde. Wir haben uns hier wieder getroffen auf dem Friedhof. Hier ist Schokomine. Hier ist Jonas. Wen haben wir noch? Leute, wir wurden einfach alle verhaftet. Hä? Junge, wo kommen die ganzen Mädchen her? Okay, aber Freunde, ich würde sagen, ja, die Bank hat auf jeden Fall nicht gut geklappt. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall genug. Komm, wir gehen jetzt nochmal zum Dealer. Also, nee, eigentlich nicht zum Dealer. Ich meine eigentlich... Wir gehen jetzt zum Juwelier. Okay, Freunde, ich würde sagen, es geht weiter. Wir werden auf jeden Fall mal kommen. Wir rennen jetzt ganz, ganz schnell zum Juwelier noch. Wir probieren es. Let's go. Okay, Leute, Alter, wie viel sind wir denn bitte? Schaut euch das mal an. Hier sind übelst viele... Ja, Mädchen, wo auch immer die herkommen. Und wir sind natürlich übelst viel Verbrecher. Aber, Leute, ich habe eine Idee. Bevor wir auf jeden Fall zum Juwelier gehen, müssten wir... Warte mal. Eigentlich wäre es gut, wenn wir irgendwie zwei, drei Scharfschützen hätten. Okay, let's go. Wir sind hier... Oh mein Gott, warte mal. Ich mache ganz schnell mal hier so meine kriminelle Schutzausrüstung weg. Okay, wir sind jetzt hier gleich beim Juwelier. Wir werden jetzt alles dran geben. Oh mein Gott. Okay, Leute, bitte verhaltet euch ganz ruhig, ja? Das Gute ist, die sind halt alle nicht kriminell, ne? Okay, was? Oh mein Gott, hier kommen noch mehr Mädchen und... Leute... Ich würde sagen, komm, wir rauben alles aus. Let's go, Vinti Gang. Alter, so viel können die Polizei gar nicht festnehmen, ne? Okay, warte mal, hier ist die Polizei und... Let's go, ich schieße auf sie und... Yo, ich habe einen Polizisten und... Kartoffel? Okay, Leute, kommt, raubt alles aus und... Der so, Team. Nein, tut uns leid, wir sind die Vinti Gang. Und ja, wir rauben jetzt mal alles aus. Alter, wie sieht das denn mit aus? Ich glaube, die Polizei, wenn sie kommt, dann ist sie überfordert. Oh mein Gott, was? Da kommt noch mal ein Polizist. Okay, ich habe ihm einen Sniper gegeben und... Ich habe ihm noch einen zweiten gegeben. So, warte mal, Freunde. Der ist gleich erledigt. Okay, der haut sogar ab. Junge, ich würde sagen, kommt, Leute. Wir müssen alles nehmen und alles essen, was geht. Ey, warte mal. Okay, Freunde, ich würde sagen, komm, wir rennen ganz schnell zu der Bahn. Warte mal, ich kann eigentlich noch eine Bombe legen. Junge, warte mal. Oh mein Gott. Die Armen. Und Bombe. Nee, leider nicht. Alter, ich habe kein Leben mehr. Okay, Freunde, ich renne ganz schnell zur Bahn. Zur Bahnstation. Warte mal, der Zug kommt gerade? Ich will einsteigen und... Oh nein, eine von uns wurde verhaftet. Nee, ne? Yo, ich hab sie gerettet mit einem Sniper-Schuss. Alter, das war richtig insane. Okay, Freunde. Kann ich hier einsteigen trotzdem? Nee, ne? Warte mal, ich kann einsteigen? Oh, wir sind in der letzten Station gewesen. Wir wurden rausgehauen. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir nehmen in 2 Minuten den Zug und... Oh, sorry, das war eigentlich der liebe Polizist. So, warte mal, da hinten, ne? Hier kommt noch ein Polizist, den habe ich ausgenockt. Da hinten ist auf jeden Fall noch einer, den knocke ich auch mal kurz aus. So, okay. Ihr seid so coole YouTuber. Dankeschön, Mia. Aber Leute, in 2 Minuten kommt die S1 nach Bergedorf. Die nehmen wir alle, okay? Ja, warte mal, hier ist... Oh, hier ist ein Polizist. Ey, Leute, zerkloppt den. Nein, nein, nein. Leute, ihr müsst... Nein, ihr müsst mir helfen. Nein. Ich werde verhaftet. Och, nö. Alter, der Arme, der kommt nirgendwo mehr weg, ey. Was? Und jetzt kommt einfach ein Zug? Oh, nö! Ich wollte gerade in 1 Minute noch die Bahn nehmen und nun wurde ich verhaftet! Mann, Freunde, wir müssen besser werden. Aber wenn du auf jeden Fall das nächste Mal mit der Vinti Gang auch möchtest, dass wir nochmal so eine krasse Action machen, dann kommt auf jeden Fall mal in mein Discord und... Wurdet ihr auch alle verhaftet? Junge, was, Alter? Ihr werdet nach und nach alle verhaftet von der Vinti Gang! Oh mein Gott, die Polizei macht safe so viel XP.
Aber seid doch froh, hier haben wir wenigstens warmes Essen zu trinken und... Junge, was? Hier sind einfach alle drin. Ey, ich habe noch nie so viel in einem Knast gesehen. Ich glaube, das nächste Mal machen wir einen Weltrekord. Wir versuchen so viele Verbrecher in den Knast zu haben, wie es nur geht. Also ich glaube, das wäre wirklich mal ein cooles Video. Okay, aber Freunde, ihr wisst ja, was ich meine. Wenn ihr gerne nochmal so einen Viti-Gang-Part sehen wollt und ihr gerne mal mitzocken wollt, kommt ins Discord, schreibt auf jeden Fall ein nettes Kommentar, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.